Herzlich willkommen auf Aktienlust TV. Ja, und wie letzten Samstag wollen wir Sie auch heute noch mal einstimmen. Ja, auf das Ereignis des Jahres hier auf Aktienlust TV, nämlich unsere Live-Show, die wir am nächsten Donnerstag, bitte vormerken, um 19 Uhr hier auf unserem Kanal starten werden. Lieber Mick, wir freuen uns da ganz dolle drauf. Ja, müssen wir ganz klar sagen, das ist ja das, was wir in diesem Jahr 2020 lange, lange akribisch vorbereitet haben. Die Börsenshow, vor allen Dingen mit dem Börsenspiel. 5 Aktien, 3 Kandidaten, ein Börsenspiel. Und das verspricht natürlich jede Menge Spannung. Jürgen, wer ist alles mit dabei? Ja, natürlich das größte deutsche Anlegermagazin, ja das beliebteste deutsche Anlegermagazin Börse Online ist am Start mit Jens Kastner und Lars Winter. Die werden sich da abwechseln, also die beiden Chefredakteure da bei Börse Online. Da freuen wir uns auch drauf. Und natürlich auch eine Dame aus deiner Region ist dabei, lieber Mick. Ja, muss ich sagen, Bestseller-Autorin Katja Eckert, ja, ist mit dabei, die sogenannte Finanzdiva. Und die hat sich natürlich auch so einen Sidekick geholt, damit sie nicht ganz alleine ist, nämlich Jens Will, Privatanleger und Financial Diva Analyst. Also auch die zwei steigen zusammen in den Börsenring. Und dann haben wir noch jemand, der wird uns sogar aus Spanien zugeschaltet. Ja, ich meine, die Aktienlust-Club-Mitglieder haben natürlich das Webinar noch in Erinnerung mit Kolja Barkon von Aktien mit Kopf. Ja, und da freuen wir uns natürlich darauf, dass auch er hier in dieser Show natürlich Anregungen geben wird, wie man wirklich ein Depot führt, wie man ein Depot gestaltet mit interessanten Titeln. Und natürlich wird er auch interessiert sein in dieser. Es ist ja eine kleine Challenge, die ein halbes Jahr lang läuft, natürlich auch eine gute Performance zu machen. Und das Schöne ist natürlich, ja, unsere Zuschauer werden da auch mitmachen können, lieber Mick. Ja, absolut. Darum geht es uns ja, dass die Zuschauer mitmachen können. Deswegen geht das Spiel ja auch 6 Monate lang und alle 14 Tage, immer Donnerstag um 19 Uhr, kann man das Ganze natürlich auf YouTube Premiere 45 Minuten lang beobachten. Wir zwei werden das Ganze natürlich begleiten und vor allen Dingen auch moderieren. Aber natürlich, wir können Aktienlust nicht irgendwie ein neues Format machen, ohne unsere Nicole an Bord zu haben. Und die Nicole hat natürlich auch einen ganz wichtigen Part hier in dieser Sendung. Nicole, erzähl mal. Genau, ich bin auch mit dabei und mein Part wird sein, während der Sendung den Chatverlauf auf YouTube zu verfolgen, um anschließend im sogenannten Themencheck mit euch beiden das vorzubringen, was die Zuschauer bewegt. Von daher schreibt fleißig in den Chat und stellt eure Fragen und natürlich könnt ihr mir auch persönlich schreiben an nicole.straub@aktienlust.tv. Also das ist uns wichtig. Wir machen ja die Sendung letztendlich für euch, für die Zuschauer hier. Und wir werden natürlich neben dem Börsenspiel auch aktuelle Themen aufgreifen, über die aktuelle Marktlage sprechen, über das Börsenbarometer, ja wie einst der bekannten Dreisat-Börse. Ja, das war ja der Renner in den 90er Jahren. Und wir haben auch in der ersten Sendung natürlich einen besonderen Gast zu einem aktuellen Thema, lieber Mick. Ja, den haben wir und zwar eine ganz bekannte Größe aus dem Markt heraus, den die meisten Aktionäre und Anleger durchaus kennen sollten. Eine lange Freundschaft verbindet mich mit ihm, zu dem wir die gleiche Heimat haben, nämlich Köln, heißt also Robert Halver wird bei uns. Ja, da freuen wir uns natürlich ganz besonders darauf. Aber wie gesagt, Börsenspiel, ganz wichtig. Da werden wir natürlich besonderen Stellenwert drauf legen. Das war ja auch in der Dreisat-Börse das, lieber Mick, wo ja wirklich gefiebert wurde, als die Deutschen damals ja auch ein bisschen Begeisterung für die Börse entwickelt haben. Leider kam damals diese Blase dazu in den 2000. Aber auch jetzt wieder viele junge Menschen und da erhoffen wir uns natürlich auch tolle Anregungen, auch durch das Börsenspiel. Nein, absolut. Und vor allen Dingen, wir lassen ja auch die Zuschauer davon partizipieren. Das heißt, man kann ja im Nachgang sich auch die Depots der 3 Börsenspielteilnehmer sowie weitere wichtige Informationen natürlich ganz klar auf Aktienlust anschauen. Aktienlust kompakt. Da wird es noch einen extra E-Mail-Verteiler zu geben, so dass halt eben auch die Zuschauer immer wissen, was geht, was verkauft worden ist und vor allen Dingen aus welchen Gründen heraus. Ich glaube ja, Nicole, da kannst du ein bisschen was dazu sagen, was eigentlich die Zuschauer eigentlich auch schon jetzt machen können, damit sie da bezüglich der Sendung nichts verpassen.
Genau. Also mit Aktienlust kompakt bekommen Sie quasi die Programmzeitschrift zur Sendung. Sie bekommen einmal in der Woche die wichtigsten Informationen und vor allem Depotänderungen, wie der Mick schon gesagt hat, zwischen den Live-Shows. Und zusätzlich gibt es Analysen, Meinungen, Ratschläge und Anregungen von Mick, von Jürgen, von mir und auch von unserem Redaktionsteam. Und natürlich hält euch Aktienlust kompakt immer auf dem Laufenden, damit ihr ja keine Live-Sendung mehr verpasst. Ja, eben, keine Depotänderung, weil wie gesagt, wir gehen alle 14 Tage live. Natürlich in der Weihnachtszeit werden wir ein bisschen versetzt. Da gibt es sogar mal innerhalb von einer Woche gleich zwei Shows. Aber natürlich sonst im 14-tägigen Rhythmus, aber einmal pro Woche haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihr Depot neu zu justieren. Und die Veränderungen zwischen den Live-Sendungen, das erfahren Sie eben in Aktienlust kompakt, unserer Programmzeitschrift praktisch zur Sendung. Ja, Mick, also wie gesagt, wir freuen uns drauf. Unser Technikteam ist ja dran in dem Fuchsbau, ja, einem alten Restaurant, einer alten Kneipe hier am Rand von Fulda schon die Vorbereitungen zu treffen, ja. Als ich da war, das hat mich fast so ein bisschen an Inas Nacht erinnert. Ja, hat auch fast so ein bisschen den Eindruck dazu. Es ist halt eben eine Realkulisse und keine Greenbox, keine grüne Wand. Das ist ein altes Traditionshaus und wie gesagt, ob Fuchs- oder Dachsbau, wir fühlen uns auf jeden Fall ziemlich wohl da drin. Jetzt gilt es natürlich nur noch, dass die Technik dann halt eben auch stabil bleibt, dass wir ein ordentliches Netz haben und freuen uns natürlich letztlich auf jeden, der uns begleiten will. Aber dazu hat unsere Nicole ja noch drei Schritte aufgeschrieben, was dementsprechend dann noch gemacht wird. Genau, also wie gesagt, melden Sie sich an bei Aktienlust kompakt. Und wer übrigens ein bisschen was behind the scenes sehen möchte, der kann uns gerne auch auf Instagram oder auf Facebook folgen. Hier hat nämlich der Jürgen und der Mick gestern schon mal eine schöne Story von, also behind the scenes gedreht. Gerne hier mal folgen. Ja, und natürlich, wichtig ist ja in Corona-Zeiten, und das war natürlich jetzt auch die Herausforderung für unsere Techniker, ja eine Location so aufzubauen, dass wir wirklich auch die Abstände einhalten können. Natürlich leider ohne Publikum, das war geplant, aber auch da haben wir Lösungen gefunden. Eben, es ist ein großer Fernseher mitten an der Theke, wo Mick und ich vielleicht auch mal mit Abstand ein kleines Bier genießen können während der Sendung. Und natürlich unsere Gäste werden dann allesamt per Zoom zugeschaltet. Also es ist im Grunde genommen, wir verzichten auf nichts. Das komplette Format läuft so wie geplant, nur halt etwas anders. Aber wenn mal irgendwann Corona rum ist, dann hoffen wir natürlich, dass da auch Zuschauer dabei sein werden. Ja, das ist natürlich unser größtes Attribut, dass das dann natürlich kommt. Und vor allen Dingen, dass wir die Spielteilnehmer dann vielleicht auch mal live ins Studio einladen können. Auch das wollen wir natürlich ganz klar mal haben, sobald es die Regelung halt eben wieder erlaubt. Also, deswegen unbedingt nicht nur hier Daumen hoch, unbedingt Werbung machen an die Freunde, an die Bekannte, irgendwie die Info weitergeben. Hey, da startet nächste Woche Donnerstag was. Schaut es euch an, das ist unterhaltsam, da geht es um Börse. Das hat ein bisschen Unterhaltungswert, das hat sogar einen Anregungswert, denn es gibt ein Börsenspiel, da könnt ihr euch orientieren. Und natürlich alle unbedingt unter dem Video den Link zum Aktienlust Kompakt, zu unserer Programmzeitschrift mehr oder weniger, gleich mal machen, damit sie von Anfang an dabei sind. Und dann gilt es nur noch zu sagen, wir freuen uns auf nächsten Donnerstag, wenn ihr alle live dabei seid. Absolut.